So, willkommen zurück. Ich hoffe, Sie sind gesättigt und wach. Ich sehe viel Energie. Genau, ich wurde wieder eingewiesen, dass wir im Licht stehen. Für das Abschlussplenum unterstützt mich insgesamt Professor Dr. Nolze in der Führung der Diskussion und für das Technische Herr Seidenbusch von der Bertelsmann Stiftung wird uns und vor allem auch Sie darin einführen, wie wir, wie ich angekündigt hatte, die Thesen, die Fragen, die Sie aus den Tischgesprächen destilliert haben, beziehungsweise Ihre Table Captains, jetzt hier beantworten können, ein Stimmungsbild aus den Teilnehmern dieses Symposiums abgeben können, auch als Ausgangspunkt dann das nochmal zu kommentieren, insgesamt zu gewichten und nochmal Ideen zu sammeln, wie wir damit in die Zukunft des Operngesangs gehen können. Vielleicht sollte man dazu sagen, mir ist ganz schwindelig, weil ich habe so viele Karten da mitgenommen aus diesen zwei Runden. Und dann haben wir da gestanden und haben gesagt, was ist denn jetzt eigentlich sozusagen die Frage? Das ist in gewisser Weise eine Setzung, muss man methodisch sauber sozusagen auch vorausschicken. Also wir haben jetzt eine Frage, die uns aber sozusagen als eine dauernd umkreiste irgendwie erschien, herausgepickt und eine, die man sozusagen auch, wo man mal drauf antworten kann. Bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Genau. Und der Hinweis noch einmal, bis jetzt war alles privat. Nichts, was in diesem Raum diskutiert wurde bis hierher, wird diese Räume verlassen, es sei denn, Sie tragen es weiter. Von jetzt an wird die Veranstaltung aufgezeichnet für Deutschlandfunk Kultur und zu einem Beitrag zusammengeschnitten. Ich weise nochmal darauf hin, für diejenigen, die es beim letzten Mal vielleicht nicht verstanden haben, also auch die Gelegenheit, sich selbst und ihre Meinung, ihre Anliegen öffentlich zu machen. Es wird auch aufgezeichnet per Bewegtbild und dann für einen Filmbeitrag auf der Website der Bertelsmann Stiftung neue Stimmen veröffentlicht werden. Aber sozusagen für die erste Frage aus Ihren Gesprächen oder die Table Captains aus den Gesprächen destilliert haben und wie Sie damit umgehen können, übergebe ich jetzt an Helmut Seidenbusch von der Bertelsmann Stiftung. Ja, ganz kurz, nur wie wir abstimmen möchten, wir probieren es mal mit einem elektronischen Tool. Sie haben alle ein Mobiltelefon, weiß ich, vermute ich, bitte schalten Sie es ein, falls es nicht eingeschaltet ist. Verbinden Sie sich bitte mit dem Internet und wenn Sie jetzt da oben schauen, dann gehen Sie bitte in Ihren Browser. Wer ein iPhone hat, da ist es Safari im Regelfall, die anderen nehmen Chrome. Dann gehen Sie bitte auf die Seite menti.com, so wie es da oben steht. Und dann werden Sie aufgefordert, einen Code einzugeben. Das ist die 121487, die Sie rechts oben in der Ecke sehen. Und dann taucht bei Ihnen auf dem Handy die erste Frage auf. Und dann würde ich Sie höflich bitten, da Ihre Stimme abzugeben. Genau, es gibt ein WLAN. Ja. Da sind die Einwahldaten. Wer möchte noch WLAN-Zugang? Genau. Wer keine mobilen Daten hat, das braucht nicht so viel Stoff, das Voten, ja? Genau, geben Sie bitte Ihre Stimme ab und drücken Sie auf Absenden. Und dann müssten Ihre Ergebnisse, hoffe ich, ja, eintreffen. Wunderbar, das ist das, wie es funktioniert. Damit ist mein Part beendet. Das war's schon, das war's schon, das ist das Ergebnis. Okay. Nein, die Stimmen ja noch gerade. Ach so. Sie haben noch eine Minute, um Ihre Stimme abzugeben. Wer danach abgibt, wird zwar noch aufgenommen, aber dann beginnen wir schon die Diskussion, die darauf aufbaut. Man kann beides wählen, genau. Mhm. Also mit einem Schieberegler können Sie angeben, ob Sie den Schwerpunkt oder welchen Schwerpunkt Sie der Oper als künstlerischen Innovationsgeber und welchen für die Präsentation von Gesangskunst geben. Voten Sie bitte jetzt, das kennen Sie aus dem Privatfernsehen. Ich finde es schön, wie das ruckelt. Ja, ja. 27. Die Hälfte hat schon abgestimmt. Ah ja.
Kein Empfang? Ist das ein epidemisches Problem? Wer hat keinen Empfang? Das ist ein methodisches Problem, Herr Müller. Ja. Überhaupt kein Netz, auch kein WLAN. Anbieter wechseln? Gut. Kriegen wir jetzt nicht hin. Wir sehen die Tücken der Technik. Früher hätte man ein Handzeichen gemacht und hätte alle sofort gehabt. Aber heute sind wir elektronisch und haben die Ergebnisse, die wir haben, auch gleich elektronisch verarbeitbar, per Login-Daten wahrscheinlich sogar verfolgbar. AGB bestätigen, ganz AGBs wichtig. AGBs bestätigen, aber denen gibt auch kein Netz. Gut, aber Sie sehen die methodischen Tücken. Wir wollten aber die Gelegenheit nutzen, neben dem vielen Inhaltlichen über die Zukunft des Operngesangs gleich auch eine methodische Innovation vorzustellen. Aber ich denke, bevor wir jetzt noch weiter Zeit darauf verwenden, die Tücken der Technik zu bewältigen, wenden wir uns eher der Bewältigung der Herausforderung an den Operngesang zu. Und sehen uns das Bild an, eine sehr ausgewogene Gewichtung zwischen Oper als Innovationsgeber und als Präsentationsort von Gesangskunst. Ich habe das ja ein bisschen vorhergesehen, also da kann ich jetzt referieren, weil das da Table One war, Tisch 1. Wir hatten ja ein bisschen so die großen Fragen, die für die Praktiker vielleicht gar nicht so interessant sind, weil sie immer so in ihrer Praxis drin stecken. Aber was schon eines dieser dauernd umkreisten Geschichten war die Frage, soll jetzt sozusagen die Oper sich besinnen auf ihr Kerngeschäft, auf ihr Kernangebot, nämlich guten Gesang zu zeigen, oder ist die Oper 2030 nur denkbar, wenn sie sich etwas radikaler, etwas weniger radikal sozusagen nochmal neu denkt, wenn sich das Genre öffnet? Vom Schauspiel lernen war ein Statement, muss die Oper sozusagen mehr Neuigkeit bringen oder soll sie eine Produktsicherheit vor allen Dingen gewährleisten? Aber mich verblüfft das Ergebnis insofern nicht, als ich sofort auch immer sagen würde, ja, sie muss natürlich beides. Sie muss ein Ort sein für großartigen, tollen Gesang und sie muss sich natürlich öffnen. Und was machen wir damit? Das ist die Frage an Sie. Die Diskussion ist eröffnet, auch die Kommentierung. Gibt es große Überraschungen? Sagen Sie, ja, das wollen wir sowieso alle, aber es wird nicht passieren? Oder wie ist Ihre Erfahrung, Ihr Kommentar dazu? Wie sehen Sie den Weg von der Gegenwart in diese Zukunft? Sind wir schon da? Es ist 13 Uhr. Ach so, an die Gesprächspartner. Ich muss Sie aus technischen Gründen bitten. So wie Herr Seidenbund ganz vorbildlich. Und dann gibt es noch was. Und dann auch zu sagen, wer man ist, weil das für Radio gut. Helmut Seidenbusch, Bertelsmann Stiftung Gütersloh. Also ist damit nicht die Frage verbunden, ob ein großer Tanker, ein komplexer Betrieb wie ein großes Opernhaus Innovation überhaupt leisten kann? Ist das nicht analog zur freien Wirtschaft so, dass sie eventuell Innovationsleistungen künstlerischerseits einkaufen, eingemeinden können? Aber ist es überhaupt möglich, in so einem großen Betrieb Innovation zu gewährleisten? Die Frage sollten wir uns, glaube ich, stellen. Da ist sie gestellt und da ist die Hand. Bernhard Karas, Hello Stage in New York und in Wien. Die Antwort dazu ist für mich ganz einfach. Innovation in bestehenden Großbetrieben ist nur moderat möglich und wird dort auch wunderbar gemacht, ist aber nie revolutionär. Für eine revolutionäre Innovation braucht man andere Strukturen. Das sieht man in der Wirtschaft, das sieht man auch in der Wissenschaft, wo in kleinen Einheiten Innovation passiert. Das sieht man da und dort auch in der klassischen Musik. Und daher ist mein Plädoyer, auch Strukturen zu unterstützen, die abseits der großen bestehenden Betriebe sind und über neue Formen nachzudenken, wie wir es auch im Social Business tun, wo eine Finanzierung stattfindet, die viel mehr an eine fast wirtschaftliche Gegebenheit angegeben ist, mit einem gewissen Anpassungen. Das heißt, abseits von den Fördertöpfen, abseits von den bestehenden Betrieben, dort findet Innovation statt.
darf ich gleich zurückfragen? Und wie geht das dann? Also ich bin ja nicht an den Strömen, an denen die anderen hängen. Ich muss das dann selber unter anderem finanzieren, ich muss mir eigene Strukturen aufbauen. Also es gibt Gott sei Dank genug Beispiele von gerade in der klassischen Musik auch, wo sich Leute ganz in eigenen Strukturen etwas aufbauen. Es gibt auch Finanzierungsmöglichkeiten dazu, wenn Sie sich heute anschauen, was am Schallplattenmarkt passiert zum Beispiel. Wir haben selber in den letzten 1,5 Jahren 8 Schallplatten herausgebracht oder Albums, ja, CDs. Die sind zum Großteil Crowdfunding finanziert, das heißt, die Künstlerinnen, die Künstler haben ihre Fans dazu begeistern können, dieses Album vorzufinanzieren. Wir sprechen da über Größenordnungen von rund 10.000 Euro pro Aufnahme. Es gibt aber auch Projekte, die Opernprojekte, die abseits auf ähnliche Weise finanziert werden von privaten Geldgebern. Ich glaube aber, das Spannende ist dann wirklich noch den Schritt weiter zu gehen, wie es zum Beispiel im Rockbusiness Global Rockstars machen, die nicht nur dass ich gebe, hier ist ein Präsent, sondern ich investiere in eine Schallplatte, in eine Produktion mit, und über solche Formen sollten wir nachdenken und sie auch unterstützen. Herr Löbe, sagen Sie doch mal vom sicheren Erfahrungshorizont der Frankfurter Oper aus gesehen. Naja, dafür muss man auch immer wieder sich anstrengen. Also ich denke schon, dass wir diese beiden Dinge da oben zusammenbringen sollten. Die Oper ist für mich nur zu ertragen, wenn die Genres zusammenfließen, sich gegenseitig befruchten. Und dann kriegen wir auch diese Abende hin, wo man über mehrere Stunden ein Publikum in der Hand hat, dieses Publikum vergisst, aufs Handy zu schauen, Mails hin und her zu schicken, und dann sind wir auch diese Insel, auf die immer mehr strömen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, weil sie von diesem ganzen Scheiß der sogenannten technischen Entwicklungen, Innovationen genug haben. Insofern glaube ich, dass die Oper noch ein langes Leben haben wird, wenn wir es halbwegs gescheit anstellen. Für mich ist schon jeder Abend eine große Innovation oder Kunst. Selbstverständlich ist das ja nie, wenn man diese Riesengewerke von Chororchester, Technik, Bühne, Sänger, all das so zusammenbringt, dass man dann tatsächlich das Publikum so, ja, im positiven Sinne manipulieren kann. Das fällt nicht immer vom Himmel, das ist nicht einfach. Diese großen Schiffe und Tanker sind nicht grundsätzlich schwerfällig. Man muss halt mit ihnen klug umgehen, und ich glaube, insofern, ja, meine These ist, wenn wir diese beiden Dinge, so ähnlich wie es hier erst schon bei 5, 6 und 5 der Fall ist, nahe zusammenbringen, dann wird der Oper noch ein langes Leben beschieden sein. Also als Sie am Anfang gesagt haben, wir müssen Genres zusammenbringen, meinten Sie das? Das eine tun und das andere, okay. Zustimmung, Protest, Gleichgültigkeit. Bitte, jetzt gebe ich Ihnen mal meins. Ja, Friedemann Röhlich, Karlsruher Musikhochschule. Mir persönlich ist sehr wichtig, dass wir ein bisschen wegkommen von der reinen Fokussierung auf Finanzierung, Ressource, wirtschaftliches Denken. Ohne Zweifel ist ohne das alles nicht möglich. Aber am Ende sind da Menschen, und ich denke, eine gute künstlerische Aufführung, etwas, was andere Menschen begeistern soll und dann hoffentlich auch kann, funktioniert ja nur, wenn die Menschen selber dran glauben. Das heißt, wir müssen dran glauben, dass das, was wir tun, sinnvoll ist, und dann können uns andere auch glauben. Und ich denke, dafür müssen wir die Inhalte befragen, und wir müssen gucken, wie wir die Menschen, die das in Zukunft machen sollen und die, die es erleben sollen, entwickeln oder ausbilden oder wie wir sie einbinden, kann man sicher auch noch andere Worte dafür finden. Also ich fände wichtig, dass wir uns Gedanken machen über die menschliche Seite und nicht nur über die finanzielle Seite. Ich nehme das mal auch die Tatsache, dass dieser Beitrag aus dem Ausbildungssystem gekommen ist, zum Anlass zur nächsten Frage, die wir aufgenommen haben, nämlich aus dem Bereich
der Ausbildung, Zukunftsgesangsausbildung destilliert haben, an sie zu stellen mit dem gleichen Prozess, nämlich ausgehend, und das, der Text war zu lang, hat das digitale System überfordert, der da als Erläuterung mir mitgegeben wurde. Auch dies, also man lernt, an den Grenzen der Technik zu wachsen. Brauchen wir inhaltlich spezialisierte Hochschulen als Exzellenzzentren? Der Hintergrund, der mir mitgegeben worden ist dazu, war die Aussage, dass auch der ausgehend von den Zahlen, die wir zu Studierenden, also Studentinnen und Studenten gesehen haben, zu Absolventinnen und Absolventen, brauchen wir erstens tatsächlich 24 Musikhochschulen. Und wenn wir schon 24 Musikhochschulen angesichts dieser Zahlen haben, würde es nicht Sinn machen, wenn sich diese Hochschulen spezialisieren auf bestimmte Formen von Gesang, vielleicht auch auf hybride künstlerische Formen, müssen wirklich alle Hochschulen alles ausbilden. Und hier bildet sich das Stimmungsbild für oder gegen unser Generalistenmodell, wie wir es im Moment haben. Also zumindest Stand jetzt sprechen sich 60% der Anwesenden zu etwas, für etwas aus, was gelinde gesagt eine Abkehr von dem bisherigen Hochschulmodell sprechen würde. Nämlich weg von allgemein aus für ein breites Spektrum von Sängerinnen und Sängern ausbildenden Akademien und Hochschulen hin zu spezialisierten Hochschulen. Wen überrascht das? Herr Seidenbusch ist überrascht. Nochmal Helmut Seidenbusch, Bertelsmann Stiftung. Ja, ich bin überrascht. Ich dachte nicht, dass das so ausgehen würde, das Rennen. Da die Hochschulen ja schon ein bisschen Wert darauf legen, dass sie möglichst breite Angebote schaffen können, hat zum Beispiel, wenn ich an die Orchestermusikerausbildung denke, damit zu tun, wenn sie die Breite nicht haben, dann können sie kein Orchester machen. Also dann kann ich bestimmte Dinge einfach, die essentiell sind, nicht anbieten. Aber das mal zur Seite. Bei der Stiftung in meiner Arbeit habe ich ja ein zweites Herz, das in mir pocht. Das ist die musikalisch-kulturelle Bildung. Und wir haben natürlich heute in den Zahlen aus der Studie gehört, dass wir letztlich einen Überhang haben von ausgebildeten Menschen, die in ihr Berufswunschfeld nicht reinkommen. Ja? Aber wir haben auf der anderen Seite die Beobachtung, dass uns auch musikalische Fachkräfte fehlen, nämlich in der Breitenarbeit, in der musikalischen Basisarbeit und in der Einbeziehung von möglichst vielen heterogenen Bevölkerungsschichten in der musikalisch-kulturellen Bildung beziehungsweise überhaupt in der kulturellen Teilhabe. Das heißt, da fehlen die Sachen. Wenn ich jetzt darauf abzielen würde, da möglichst spezialisierte Institute zu schaffen, die vielleicht den Elfenbeinturm noch ein bisschen höher bauen, bin ich nicht sicher, ob das eine Zukunftsfähigkeit hat. Also da bin ich ganz klar dagegen. Also ich bin bei den Roten. Jetzt wäre ein Blauer nicht schlecht. Ist doch blau. Ja, auch ich wieder. Also ich möchte nicht widersprechen, aber ich finde die Fragestellung relativ schwierig zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist hochkomplex und ich glaube, dass wir individualisierte Lebenswege brauchen. Ich bin nicht überzeugt, dass das institutionalisiert funktioniert. Ich glaube, eine Hochschule lebt auch davon als Organismus oder ein Ausbildungsinstitut allgemein, dass Transferleistungen möglich sind. Ich habe selber auch immer wieder gern Schulmusiker zum Beispiel in meiner Klasse, weil sie breit ausgebildet sind und musikalisch wirken. Und wenn jemand am Ende in einen KBB geht, in eine Agentur geht oder in die Politik geht oder vielleicht auch in ein Finanzinstitut geht mit einer breiten musikalischen Bildung, dann sollte er die unter wirklich guten Umständen bekommen haben. Und deswegen bin ich sehr wohl für eine breite Hochschule, aber ich bin auch dafür, sich Gedanken zu machen, wie man spezialisierte oder ich würde es vielleicht besser nennen, individualisierte Ausbildungsmöglichkeiten findet. Und da ist das heutige System, wie wir es haben, definitiv zu träge und zu stark institutionalisiert und festgefahren, aus meiner persönlichen Wahrnehmung. Noch Statements dazu? Herr Karas, Hello Stage. Nochmal Bernhard Karas, Hello Stage, ja.
Ich bin eigentlich über die Frage verwundert, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich sehe nicht, dass die Frage, ob die Hochschulen mehr Spezialisierung brauchen oder nicht, als das große Problem. Ich sehe drei ganz andere Probleme. Das erste ist eine absolut fehlende Transparenz in der Qualitätssicherung der Hochschulen, die darauf abzielen, nachzuschauen, ob eigentlich die Absolventinnen und Absolventen einen erfolgreichen Berufsweg über eine längere Zeit haben oder nicht. Und das ist für mich das allererste Qualitätskriterium, das da ist. Das heißt, das fehlt einmal. Das Zweite, was komplett fehlt, und da darf ich mich ein bisschen anschließen an diese individualisierten Lebenswege, ist eigentlich die Vorbereitung auf das, was man auf Neudeutsch Portfoliokarriere nennt. Ja, dass die Künstlerinnen und Künstler nicht nur fest an einem Haus singen werden oder in einem Orchester spielen werden oder Solist sein werden, sondern sehr wohl auch in die Ausbildung gehen werden, sehr wohl auch in was Outreach und Education heißt, gehen werden. Und dafür sind die meisten Ausbildungswege, die ich kenne, nicht geeignet. Und das Dritte ist, und man verzeihe mir, wenn ich da in die eigene Kerbe schlage, ist, die jungen Künstlerinnen und Künstler sind nicht ausgebildet, ihre eigene Karriere zu managen und diese, was auch hier ein Thema ja war, die Ich-AGs, sich darauf vorzubereiten. Wir reden eigentlich von Unternehmerinnen und Unternehmern im Musikbereich und dazu sind sie nicht qualifiziert heute und das ist ein ganz großes Problem. Das heißt, diese drei Probleme sehe ich viel eher, als ob wir da hier spezialisierte Exzellenzzentren machen sollten. Interessant ist, dass trotzdem so viel Blau da ist. Andererseits ist es ja auch eine Bestätigung für das, was hier unter anderem passieren soll, Creating Careers, auch als eine Qualifizierung von jungen Sängerinnen und Sängern, eben auf diesem schwierigen Markt zu bestehen und ihnen zu geben, was sie an den Hochschulen möglicherweise nicht kriegen. Aber das entlässt die Hochschulen ja nicht aus der Verpflichtung, sich auch darum zu kümmern. Ja. Aber vielleicht gerade bei dem Anlass, wir haben ja leider aufgrund der parallel stattfindenden Rektorenkonferenz in Köln relativ wenige Vertreter von ausbildenden Institutionen tatsächlich heute hier, aber diejenigen, die aus ausbildenden Institutionen hier anwesend sind, aus den Gesprächen, die wir für die Studie geführt haben, haben wir erfahren, dass viele Vertreter oder viele ausbildende Institutionen durchaus sich der Forderung nach individualisierten Karrierewegen durchaus bewusst sind. Sich aber in den gegebenen Rahmenbedingungen der Hochschulpolitik dazu schlicht nicht in der Lage sehen. Wir haben den Bologna-Prozess heute Morgen schon einführend gesagt. Wie ist denn Ihre Perspektive auf diese Individualisierung, auf diesen Wunsch nach Individualisierung, also zum Beispiel in der Theaterakademie, an der Hochschule für Musik Hans Eisler oder auch an der UdK hier in Berlin. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ist das überhaupt leistbar, diese Individualisierung? Alexandra Zöllner, Theaterakademie in München. Ich kann, also die kurze Antwort auf die Frage ist ja, es ist leistbar und ich sehe auch die Theaterakademie als eben solch eine spezialisierte Institution, hat natürlich sehr, sehr viel mit wirklich individueller Betreuung der Studenten und Studentinnen zu tun und auch, also individuelle Betreuung jetzt auch, was die Ausbildung angeht, was die einzelnen Unterrichte angeht und tatsächlich auch den persönlichen Kontakt und ja, so Sachen einfach wie zuhören, den Menschen zuhören und mit ihnen im Kontakt zu sein. Also vielleicht noch ein Wort dazu, nur um vielleicht ein Missverständnis auszuräumen. Es geht eigentlich genau darum, in diesen spezialisierten Hochschulen, wie wir es genannt haben, jetzt vielleicht auch mangels anderer Terminologie, individuelle Lebenswege zu unterstützen, auf den Weg zu bringen und eben nicht alle durch alle Ausbildungsmöglichkeiten jetzt zu bringen, sondern wirklich zu schauen, wo kann jemand hin, wo möchte jemand hin und wie kann ich individuell den Menschen unterstützen. In unserem Fall jetzt sind es junge Sängerinnen und Sänger im Masterstudiengang, aber das kann natürlich in jeder Art von Ausbildung sollte das eigentlich der Fall sein. Also um auf die Frage zurückzukommen, wir von der Theaterakademie, um es jetzt mal so global zu sagen, wir sehen uns als eine spezialisierte Einrichtung, die genau individuelle Lebenswege befördert und da Persönlichkeiten ein Stück des Weges begleitet und ihnen idealerweise eben genau das Handwerkszeug und die Instrumente
auf den Weg geht, sei das ganz praktischer Natur, wie gehe ich in ein Vorsingen, wie mache ich eine Mappe, wie kommuniziere ich, also genau diese Teile, die die Professionalisierung ausmachen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie da die große Ausnahme sind? Denn ich kann mich an Studienergebnisse erinnern, wo das also auch ganz klar festgestellt wurde, davon gibt es viel zu wenig. Vorbereitung auf wirkliche Ich fürchte, ja, wir sind da ein bisschen eine Ausnahme, vielleicht eine Ausnahme, die ein bisschen beispielgebend sein kann. Ja, ich kann nur einzuladen zu gucken, was wir machen und wie wir es machen. Also ich nehme auch zum Beispiel als Ergebnis dieses heutigen Vormittages mit, dass ich das Glück habe, so ein bisschen auf der Insel der Seligen sein zu dürfen, was die Ausbildungssituation angeht. Wunderbar. Wie schön. Darf ich das vielleicht genau an Ihre Nachbarin? Ah, halt. Sie stehen schon selbst auf. Als Vertreterin der Insel der Unseligen, Andrea Tova von der Hochschule für Musik Hans Eisler. Ich bin zwar jetzt nicht Teil der Gesangsabteilung, sondern gehöre zu diesem Bereich außerfachliche Schlüsselkompetenzen. Ein wunderbares Wort, das wir versuchen. Das ist es doch. Ja, das ist es, genau. Und das ist genau auch das Problem. Wir sind außerfachlich. Für viele Studierenden ist es oft nicht ersichtlich, dass es Themen sind, die für sie echte Relevanz haben. Das merken die oft erst, wenn die die Hochschule verlassen haben. Und sie entdecken erst dann, dass die Angebote der Studienordnung, ja, die ganzen Seminare, die wir eigentlich anbieten und die sie hätten machen können. Und das fehlt natürlich, muss man auch sagen, manchmal Support von den Hauptfachlehrenden, für die natürlich der Fokus absolut auf der Stimme liegt, auf der Ausbildung der Stimme, was ja auch verständlich ist. Wir haben auch darüber diskutiert. Aber dann gibt es dann doch eben noch andere Aspekte, die für eine Karriere relevant sind. Naja, und tatsächlich, was man sagen muss, in einer Hochschule bewegt man sich natürlich in diesem Raster mit Credit Points, Seminaren, die man belegen muss, die man nicht belegen möchte. So richtig individualisiert funktioniert das nicht. Schon alleine ein Hauptfachlehrerwechsel ist ein Drama. Ein Drama, wenn nicht gar die Hölle. Denn auch das, es hängt natürlich immer auch an den Menschen. Wenn man baut ja eine Beziehung auch zum Hauptfachlehrer auf. Und das kommt einer Trennung gleich mit großen Gefühlen. So einfach ist das nicht mit der Individualisierung von Ausbildungswegen. Das wäre schön, wenn das einfacher ginge, wenn man auch mit verstärkten Beratungen auch passgenau Module entwickelt, die sich jeder individuell zusammenbauen kann, je nachdem, welche Fähigkeiten da sind und was jetzt noch fehlt im Portfolio. Das wäre, könnte durchaus ein Modell sein. Wie schnell das umsetzbar ist, keine Ahnung. Das zielt sofort direkt dazu. Ich habe auch noch einen. Ja. Ach so, ja, Thomas Mittmann von der Musikhochschule Detmold. Zweite Insel der Seligen, haben wir ja auch schon festgestellt. Ich möchte mich in vielen Sachen meinen Vorrednerinnen anschließen. Es ist natürlich vollkommen individuell. Und wir haben jetzt, mal ein bisschen Reklame machen, den Vorteil, dass wir wirklich eine kleine Hochschule sind, ganz wenige sind. Ich veranstalte jeden Monat einen Jourfix mit allen Sängern und Gesangslehrern und es wird laufend ausgetauscht. Und Gesangswechsel ist bei uns nicht so ein Drama, weil ich denn immer jetzt als Dekan, als Moderator dazwischen stehe und das versuche immer gut zu leiten. Aber wir sind zum Beispiel jetzt auch in der Phase, wo wir unseren Bachelor einmal vollkommen überarbeiten, um dann halt dieses unselige Punktesystem vielleicht so aufzudröseln, dass es für den Einzelnen, speziell im Hinblick auf auch Ausbildung als Ausbilder, pädagogische Teile, können viel mehr reingewählt werden, auch bei den Solisten und so weiter. Also das, man kann da was machen, aber es ist sehr, sehr müßig, sehr mühselig. Sie reden von Studienordnung, man kann da was machen, es ist mühselig. Wenn ich einmal darf, also ich hatte mal einen Termin in einer bedeutenden Musikhochschule im Südwesten Deutschlands, die zwischenzeitlich in Frage gestellt war. Und da ging es um sehr große Fragen, warum machen wir das eigentlich, wozu? Da waren ein paar Dozenten da und praktisch keine Studierenden. Und als ich das dann angesprochen habe, dann bekam ich zu hören von einem der Dozenten, nein, die seien nicht da, weil die müssten üben. Und das sei ja auch genau gut, da sei er froh, weil das ist ja auch gut und richtig so. Und da dachte ich,
etwas von außen, nicht weder von den Seligen noch den Unseligen kommt. Das ist vielleicht auch ein bisschen Teil des Problems. Ja. Üben ist wichtig, aber nicht alles. Susanne Kreusch, ich bin Sängerin. Also ich glaube, dass grundsätzlich einfach viel zu viele Sänger ausgebildet werden. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass Sänger und andere Musiker einfach anders in die Hochschulen reinkommen. Die meisten Musiker, Geiger, Pianisten fangen im Alter von 6 bis 8 Jahren oder vielleicht teilweise sogar schon früher an, sich intensiv mit Musik zu beschäftigen. Bei Sängern findet es wesentlich später statt, mit wenigen Ausnahmen. Die fangen mit 17, 18 an, überhaupt erst teilweise mit Musik in Kontakt zu kommen. Also wir kennen einige davon. Und deswegen sind die Bewertungskriterien für Sänger, wenn sie in die Hochschule reinkommen, einfach lang nicht so hoch, wie wenn man Pianist ist, weil das einfach wesentlich das Niveau insgesamt höher ist. Das heißt, wird dann relativ schnell gesagt, ja, der ist noch jung, die Stimme muss sich jetzt entwickeln und dann schaut man weiter. Und diese Schüler werden aber bis zum Ende durch das gesamte Studium durchgeschleift und sind dann irgendwann Ende 20. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, in den Hochschulen weiß man nach 2, 3, 4, vielleicht 4 Semestern, das ist ein Sänger und das ist kein Sänger. Aber weil keiner der Lehrer in der Lage ist, da wirklich mal ehrlich zu sprechen, schleift man die durch und die haben alle keine Chance. Wenn man da reduzieren würde, ab einem gewissen Zeitpunkt, könnte man, glaube ich, wesentlich individuellere Wege für diese wirklich begabten Sänger, die eine reelle Chance haben, auch konstruieren. Und man tut es nicht, weil schlecht für die Quote. Schlecht, ja, das kann ich gar nicht so beurteilen. Ich glaube, dass es einfach auch nicht so angenehm ist, jemanden einem Sänger zu sagen, das wird nichts mehr. Nee, ist nicht schön. Ja, und das machen einfach wenige Lehrer, weil die, ja, ist leider ein großes Problem, finde ich. Roland Schubert, Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Ich möchte gerne erstmal zu dem spezialisieren. Ich glaube, im Bachelor ist es sehr schwierig, eine spezialisierte Ausbildung anzubieten, weil es geht wirklich erstmal um die reine Ausbildung der Stimme. Und die ist schon sehr kurz, weil sie war früher ja mal 5 Jahre und jetzt ist sie bloß noch 4 Jahre durch das leidliche Bachelor-System. Was wir verändern können und wo wir auch als Hochschule bei uns lange in Arbeit waren, um spezialisiert was anzubieten, ist im Masterstudiengang. Und wir haben uns lange überlegt, was brauchen die Theater? Wir haben einen spezialisieren Master Opernstudiengang eingerichtet, einen Master Pädagogik, also für den, die mal in die Pädagogik gehen wollen, und einen, die in die Freiberuflichkeit reingehen. Denn das ist ein erheblicher Teil an jungen Sängerinnen und Sängern, die eben kein Engagement, die es vielleicht auch nicht wollen, aber die müssen wir ganz anders vorbereiten auf den Markt. Das heißt also auch, die müssen auch mal wissen, wie bin ich versichert, wie muss ich eine Steuererklärung machen oder so etwas. Ja? Das ist also ganz wichtig. Zu Ihrer Frage, was Sie sagten, dass zu viele Sänger ausgebildet werden, da stimme ich Ihnen wirklich zu. Ich finde das auch und mich haben diese Zahlen, die Sie heute am Anfang da vorgebracht haben, schon erschreckt, wenn man sich vorstellt, dass man also knapp 1200 Stellen hat und wir schieben fast 300 Sänger pro Jahr raus. Das ist schon eine erhebliche Zahl und das kann der Markt gar nicht alles auffangen. Es ist sehr schwierig. Wir haben mittlerweile so an unserer Hochschule gehandhabt und das ist jedes Jahr ein Kampf, das kann ich Ihnen versichern, dass wir nach 2 Semestern ein Vorsingen machen und wir dann sagen, eignet er sich wirklich für den Beruf? Denn wie Sie richtig sagen, nach 2 Semestern muss man wirklich erkennen können, hat sich die Stimme entwickelt, geht er mal in die richtige Richtung. Es gibt immer Spätentwickler, aber ich finde nach 2 Jahren, weil wir sind es auch diesen jungen Sängern verpflichtet, die sonst in ein vollkommen falsches Berufsbild gehen und auch, das muss ich auch sagen, dem Steuerzahler, denn das ist eines der teuersten Studienplätze, die es überhaupt gibt. Ja, ich sehe die Schlagzeile schon, die wir hier produzieren. Neue Stimmen, Symposion fordert, weniger Sänger ausbilden. Müsst ihr ein bisschen überlegen. Vielleicht das als letzte Stimmmeldung dazu und dann habe ich die undankbare Aufgabe, das zu beenden, weiterzuleiten. Oder so. Ja, also das stimmt ohne Zweifel. Ich kann da nicht widersprechen. Trotzdem denke ich, dass es komplexer ist. Wir brauchen auch eine gewisse Breite, sonst kommen wir nicht in die Spitze. Das ist der späte Beginn, ist natürlich auch klar. Die Stimme ist mit 4, 5 natürlich noch nicht so weit.
Das weiß ich, muss Sie nicht überzeugen, das ist ganz klar. Nur ich wollte es jetzt nochmal sagen, weil das öffentlich wirkt vielleicht, möglicherweise. Also ich denke, das ist komplex und ich denke auf der anderen Seite auch, dass eine kulturelle Bildung an sich und zwar auch auf hohem Niveau, auch wenn sie am Ende nicht in ein Engagement führt, in die Gesellschaft wirkt. Und wir haben ja nicht nur die Pflicht, die nächste Starsopranistin auszubilden, sondern wir haben natürlich auch noch eine breitere Pflicht. Und deswegen finde ich das schon richtig, dass wir auch vielleicht mit diesem Gedanken Studium Generale musikalischer Natur, was ja auch in anderen Kulturkreisen auch so gepflegt wird, ein bisschen umgehen und eine Hochschule auch in der Breite denken und nicht nur in der Spitze, fände ich persönlich sehr, sehr wichtig. Ja, das war's dann schon. Eins noch aber. Frau Wieser? Da muss ich jetzt leider widersprechen dem Herrn Röhlich, weil ich bin ganz der Meinung von Herrn Schubert, dessen Statement mich sehr gefreut hat. Also meine Erfahrung ist dahingehend, dass man locker ein Drittel der Studierenden aussortieren könnte und es ist immer noch genügend Material sozusagen für die Breite vorhanden. Und ich denke, was wir auch... Aussortieren ist ein hartes Wort. Entschuldigung, ja, ja. Aber es ist tatsächlich so. Also das ist... Also ich bin berühmt für meine direkten Aussagen, das tut mir leid. Hilf. Aber der Punkt ist einfach und da denke ich, es gibt zwei Kriterien. Erstens einmal, es gibt leider keine Ausbildung für die Ausbildenden. Ja? Also es gibt niemand, oder vielleicht gibt es Leute, aber ich habe sie noch nicht getroffen, die einem Gesangslehrer sagen, Entschuldigung, Sie sind jetzt 3 Jahre oder 5 Jahre hier, was Sie produziert haben, ist noch nicht das, was wir uns erwartet haben. Vielleicht ist es doch nicht Ihr Traumjob. Ja? Kann ja sein. Also ich denke, es gibt auch solche Exemplare in den 21 oder weiß nicht, wie viele Hochschulen es hier gibt. Ich kenne auch ein paar. Und es gibt eben auch diese mangelnden Mut des Eingeständnisses, weil wenn ein Lehrer sich für einen Studenten entscheidet und sagt, den möchte ich jetzt nehmen, weil sehr oft können die sich ja von denen, die vorsingen, aussuchen, wen sie wollen, dann sagen sie, wenn ich nach 2 Jahren aus dem nichts rausgekriegt habe, ist es meine Schuld. Ja? Also es ist auch der mangelnde Mut zu sagen, es kann ja nicht immer nur meine Schuld sein, es ist vielleicht wirklich, dass der nicht genug Talent hat. Aber dann sagen die anderen Professoren, ja, wenn du das nicht geschafft hast, dann schaffe ich das vielleicht. Ja? Also da gibt es schon die Ego-Trips in diesen Bereichen, sind schon sehr, sehr groß. Und auch die Selbstkritik der einzelnen Schüler wird überhaupt nicht gefördert. Ja? Also man sagt ihnen viel zu oft, wie gut sie sind und wie super und das wird alles noch besser und wird alles noch werden. Glaube ich sofort, aber glauben Sie nicht, das war jetzt ein freundlicher Vorschlag, sozusagen eine größere Durchlässigkeit zu machen. Also ich halte mehr Menschen, die musikalisch gut ausgebildet sind, für eine Gesellschaft erstmal für vorteilhaft und ist nicht sozusagen das Elend, dass man sozusagen immer an der Kunstlatte hängt und sagt, entweder wirst du eine ganz große Sängerin oder es ist eben nichts. Das höre ich auch so ein bisschen durch und das ist dann traurig für die Aussortierten. Nein, aber wir haben vorhin auch darüber gesprochen. Also es gibt durchaus ja, also erstens einmal gibt es Chöre, die ständig auch Nachwuchs suchen. Und da, finde ich, müsste man den Gesangslehrern auch sagen, es ist überhaupt keine Sünde, in den Chor zu gehen, sondern es ist genau ein sehr wertvoller Beruf des Chorsängers und ein sehr schöner Beruf des Chorsängers. Absolut. Und ich bin für eine breite musikalische Ausbildung, aber die musikalische Ausbildung ist nicht nur Singen. Es gibt da eben sehr, sehr, sehr viele Facetten. Danke. Danke Ihnen. Ich würde gerne dieses Wort des kulturellen Gutes musikalischer Bildung aufnehmen und zwar in Form der nächsten Frage zu dem Bereich Arbeitsmarkt oder zu einer Frage umformulierten These, die mir übermittelt worden ist, nämlich auch hier wieder etwas länger als der Platz, den uns Mentimeter gibt, nämlich Entwicklung ist ein kultureller Wert und kulturelles Kapital, dass das Zusammenspiel der entsprechenden Akteure, also Theaterleitungen, Ausbildungsinstitutionen, Agenten braucht. Die natürliche Organisationsform dieses Entwicklungsraums ist das Ensemble. Und das durchaus ja angesichts der Position, die schon benannt worden ist, dass in Zukunft immer mehr Sängerinnen und Sänger quasi als Ich-Unternehmen aktiv werden oder auch werden müssen. Ja, Mehrheit Blau, ja,
auch jetzt nicht die große Überraschung, oder? Das ist nicht die Überraschung, aber mich würden vor allem die Stimmen von denjenigen interessieren, die gesagt haben, nein, das ist nicht die natürliche Organisationsform, und da auch durchaus dazu einladen, das vielleicht zu kommentieren, warum das Ensemble vielleicht in der heutigen Zeit diese Funktion nicht haben könnte. Diese Gegenstimmen würden mich jetzt tatsächlich am meisten interessieren, denn ich glaube, das, was für die Ensembles gesagt werden kann, kennen als Argumente die meisten, die hier sitzen. Wer traut sich? Herr Schoner. Nein, zwei Punkte dazu. Erste Reaktion, Viktor Schoner, da muss man aufstehen. Viktor Schoner, designierter Intendant Oper Stuttgart. Also erste Antwort, es kommt aufs Ensemble an. Weil für manche ist vielleicht das Ensemble, in dem sie sind, nicht die natürliche Organisationsform für die Entwicklung ihres Operngesangs. Und Nummer zwei, es ist eine urdeutsche Stadttheaterfrage. Also es gibt auf der Welt Regionen, wo Opern gesungen wird, wo es gar keine Ensembles gibt. Und ich glaube, man kann auch dort den Operngesang durchaus entwickeln. Dass die deutsche Version des gesunden Ensembles immer noch die eleganteste und die komfortabelste ist, das will ich sicherlich unterschreiben. Aber ich glaube, wenn man so fragt, ist es ein bisschen zu eng gefasst. Was ist denn ein gesundes Ensemble? Na gut, das sind die Klischees, die man heute ja schon viel gehört hat, dass man langsam, kenntnisreich die Rollen entwickelt und niemand verheizt. Also das wurde ja heute nun ausführlich besprochen. Noch ein Rot, noch röter, nicht nur es kommt aufs Ensemble an, sondern nein, nein, nein. Es gibt bestimmt Ensembles, die sind genau der Tod für die organische Entwicklung des Operngesangs. Also das heißt, darauf kommt es nicht an, sondern? Auf die eben schon zitierte langsame Entwicklung des Sängers. Innerhalb oder außerhalb. Gut. Bringt es jetzt nicht so richtig, oder? Nee, Ensemble ist toll. Ensemble ist eigentlich toll, wenn es gut ist. Gutes deutsches Ensemble. Dann angesichts dieses Bildes. Oder, Herr Löwe, nochmal? Also ich habe 11 Jahre im Stagione-Haus gearbeitet und war der Meinung, Stagione, es geht Qualität nur über Stagione. Und jetzt bin ich 16 Jahre im Repertoire- oder Ensemblewesen tätig und bin der Meinung, es ist noch besser in diesem. Hängt immer vom Intendanten ab. Das ist immer das Schöne, wenn Bernd Löwe im Raum ist. Es gibt auch zufriedene Menschen. Das ist gut. Das ist gut für alle. Herr Siebenhaar. Damit es nicht nur bei Bernd Löwe hängen bleibt. Wir haben in der zweiten Runde genau über das Thema gesprochen. Da war er nicht mehr dabei. Über Führung. Und das ist auch in der Bildung, Ausbildung ein großes Thema bei Professoren. Professoren müssen heute Führungskräfte sein wollen, sonst gibt es keine Entwicklung. Und wer ein Ensemble haben will, muss entsprechend führen, das heißt entwickeln, steuern und Zeit investieren. Denn Ensemble braucht Pflege. Und das Zweite, worüber wir noch gesprochen haben, eigentlich das Ideal eines fluiden Ensembles. Das heißt, ein Kern, der vielleicht 60-70% zahlenmäßig des Ensembles ausmacht, und dann die Möglichkeit des Austauschs. Also ob es über Gäste, permanente Gäste oder sonst was ist, damit die sattsam bekannten Erstarrungsprozesse eben nicht stattfinden. So, das nur noch zur Ergänzung. Und zur Ergänzung der Ergänzung, denn das war an unserem Tisch, oder kam so ein bisschen so raus, was braucht es denn? Braucht es jetzt den Intendanten als guten Manager, demokratisch, partizipativ, inklusiv eingeschätzt? Herr Siebenhaar macht eine mimische Kommentierung. Oder hängen wir doch noch irgendwie am Genie-Gedanken, am guten deutschen Genie-Gedanken, der Intendant als sozusagen der Erfinder, Creatio, Ex Nihilo oder sowas. Mikro. Nur wenige oder zu wenige sind bereit zum Führen und wollen führen.
Und das ist jetzt nicht die Frage des Führungsstils. Also man verwechselt Führung immer mit Führungsstil, wenn man über vermeintlich autokratische oder bla bla partizipatorische Modelle nachdenkt. Ja, Führung heißt Verantwortung übernehmen und delegieren. Und Teamwork ist doch vollkommen klar. Ne, deshalb ist das für mich gerade aktuell eine absolute Gespensterdebatte. Eine kollektive Führung und alles Mögliche. Es ist, das sagt Ihnen jeder Personalentwickler in einem seriösen Unternehmen, es ist eine Frage der Persönlichkeit, ne, und der Eigenschaften. Die sind ja ganz unterschiedlich. Herr Mullers vielleicht? Ich sage vielleicht nochmal aus, Entschuldigung, ja. Ich wollte mich nicht vorstellen. Aus Sängersicht nochmal was Angenehmes. Ich glaube, dass ein Ensemble, also ich war auch mehrfach in Ensembles fest engagiert und habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Und trotz alledem suggeriert es ja eine gewisse Scheinsicherheit, die ein Sänger natürlich bekommt durch die Tatsache, dass er fest angestellt ist, jeden Monat ein Gehalt bekommt. Also das ist aus freibeschaffender Sicht, muss ich sagen, ein ausgesprochen bequemer Zustand. Und der natürlich manche Leute in ihrer Entwicklung hemmt, weil sie vielleicht nicht mehr so viel an sich arbeiten, weil sie dann irgendwie sagen, ich bin ja jetzt hier fest, was aber wie gesagt ja bei Sängern auch relativ schnell wieder vorbei sein kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch jungen Sängern eben die Möglichkeit, vielleicht an sich zu arbeiten, weil sie eben nicht jeden Monat darüber nachdenken müssen, wie sie ihr Geld verdienen. Also ich glaube, das ist, also es hat halt Vor- und Nachteile, und da gebe ich Herrn Löbe aber trotzdem recht. Ich finde, das steht und fällt tatsächlich auch mit eben dem Intendanten oder dem Operndirektor oder der halt eben derjenige ist, der dieses Ensemble führt. Der kann, muss aber nicht genial sein. Nein. Ja. Aber also schon ein bisschen was von Singen verstehen sollte er schon. Herr Rieberg. Danke. Hans Rieberg, Rundfunk Kurberlin. Wir haben ja am Nachbartisch über Mentorenmodelle gesprochen, und ich möchte das nicht wiederholen, weil alles, was da diskutiert wurde, wurde auch schon zum Thema Ausbildung hier reflektiert und gesagt. Aber ich möchte, wenn wir über die Ensemblearbeit sprechen, einfach auch noch ergänzen, dass das Thema Ensemble singen in der Ausbildung eine viel größere Rolle spielen könnte, weil und müsste, weil just dann auch ein Bewusstsein, eine Geisteshaltung sich verändert mit Blick auf die Ausbildung von Solisten und Chorsängern. Dann wird man nämlich den Schwerpunkt auf die Sängerausbildung richten, und man wird von vornherein eine viel breitere Palette von Möglichkeiten der Berufsausübung mit kommunizieren. Und ja, und da bin ich wieder bei dem Thema der Mentoren. Das war ein großes Thema. Das, was auch die Frau Wieser hier gerade sagte, dass es wirklich auch darum gehen muss, Korrektive für Professoren zu erdenken, und dass insgesamt eine andere, ja, das Umbilden einer Geisteshaltung notwendig ist. Diese vielfältige Karriere, Entwicklung, vielfältige Ausbildung ist eine schöne Überleitung zur abschließenden Frage, bei der ich mir auch relativ sicher bin schon, welche Antworten, was ungefähr die Ausprägung sein wird, nämlich die Beantwortung der Frage zum Zukunftsbild. Opernsänger, müssen Sänger in ihrer Ausbildung einen Survival-Plan vermittelt bekommen, in Klammer auf, einen Plan B für gegebenenfalls nicht erfüllte Erwartungen, Berufsziele. Ja, etwas anderes hätte mich angesichts der Diskussion auch überrascht und ist vielleicht schon fast ein Punkt, wo wir langsam auch angesichts der Zeit insgesamt für diese Veranstaltung hier gar nicht mehr in die Detaildiskussion gehen müssen, sondern fast... Nein, es braucht keinen Survival-Plan. Weil? Warum? Ist alles so deutlich. Herr Kerris, Hello Stage.
wenn ein Musiker, eine Musikerin, eine junge Person entscheidet, Musik zu machen, dann muss sie das mit 150% machen, mit aller Leidenschaft, die dazugehört, mit aller Energie, die dazugehört. Wenn da ein Plan B im Hintergrund ist, wird das nicht funktionieren. Ich glaube aber, unsere Aufgabe ist es, diesen Plan A so auszugestalten, dass es möglich ist und dass es auch Meilensteine gibt, wo man einem jungen Menschen die Möglichkeit gibt, auszusteigen und etwas anders zu machen. Aber ein Survival-Plan ist aus meiner Sicht, ich muss hart so sagen, der größte Blödsinn, den es gibt, weil es schlicht und einfach den Fokus auf einer der schwierigsten und größten Ausbildungswege und künstlerischen Entwicklungswege, die es gibt, wegnimmt. So. 31 Menschen hier im Raum haben totalen Blödsinn votiert. Sie zum Beispiel. Ja. Boris Orlob, Künstlermanager aus Berlin. Also ich habe Blödsinn votiert, weil ich bin jetzt der Meinung, dass dieser Plan B einfach, das ist ein Abzweig. Also der ist nicht am Anfang, sondern man wird begeistert Sänger. Man geht da rein mit 300%, gibt alles, aber es sollten irgendwann mal Verantwortliche kommen und entscheiden, du, das wird nichts. Also ich höre genügend Sänger und ich merke das sofort, ob da noch was wird. Und ich glaube, jedem Professionellen, der hier sitzt, der kann das auch so sehen. Und dann muss man einen Abzweig vorgeben, wo man sagt, du kannst zum Beispiel in den KBB gehen. Du kannst Künstlermanager werden, du kannst PR-Manager werden. Dass man dann noch andere Möglichkeiten anbietet, wie man weiter mit Musik in Kontakt bleibt. Ja? Franziska Nentwich, Kulturkreis der deutschen Wirtschaft. Ich bin auch so ein Beispiel für lebendigen Blödsinn. Ich habe mich entschieden, in meiner Jugend mit voller Begeisterung, 150% Einsatz, Musik zu studieren, Violine. Und ich glaube, dass wir den jungen Menschen schon zu viel Verantwortung mitgeben, wenn sie gleich am Anfang sagen müssen, ja oder nein, dieser Weg wird es, dieser wird es nicht. Für mich war es einfach ein Prozess, mit der Zeit zu lernen, Mensch, da sind andere ganz viel besser. Und was ist dein Weg, was ist dein Platz, wo du etwas Besonderes schaffen kannst? Und ich glaube auch nicht, dass man jemand braucht, der einem das sagt, dass man etwas ändern muss, sondern auch das ist eine Frage dann der Persönlichkeit und der eigenen Entscheidung, welchen Weg gehe ich? Und dann ist es aber gut, so eine Art Kompetenztraining zu haben für Dinge, die man perspektivisch vielleicht mal brauchen könnte. Das schadet nie. Und ein Musikstudium, ein Gesangsstudium schadet auch nicht. Nur, wir haben es ja eingangs gehört, es gibt Unmengen an jungen Sängern, die jedes Jahr nachkommen. Es gibt viel zu wenig Stellen und man muss sich die Frage auch offen stellen, man selbst, wie will ich mein Leben gestalten, wovon will ich leben? Dankeschön. Gott sei Dank gibt es ja in der deutschen Wirtschaft, in Stiftungen und so auch Plätze, wo Sänger dann noch unterkommen können. Genau, auch angesichts der Zeit und angesichts der doch immer neuen, aber sozusagen vom Aspekt und vom Ton sich ergänzenden, um nicht zu sagen, sich langsam wiederholenden Beiträge, habe ich jetzt die Aufgabe, die letzte Pflicht, diese Diskussion für jetzt langsam zu beenden. Haben Sie noch eine Beobachtung? Ich habe noch viele Beobachtungen. Zu dieser Diskussionsrunde, vielleicht machen wir es ein bisschen kleiner. Ich kenne ja diese Diskussionsrunden und ich kenne auch das Schöne und das Problem dieser Diskussionsrunden. Man identifiziert die Probleme und das haben wir, glaube ich, ungefähr gemacht. Und die einen sagen so und die anderen sagen so, weil was alle sagen ist, bei uns ist aber gut. Und ich mache das schon richtig. Und das ist einfach so. Wir sind so. Ich frage mich aber immer, und das ist eine offene Frage und die kann man jetzt hier gar nicht dem noch auferlegen, wie kommen wir den nächsten Schritt irgendwie sozusagen weiter? Aber viel mehr kann man dann, glaube ich, auch nicht tun. Wir haben ein paar Bälle in die Luft geworfen, da stehen sie einen Moment und da muss man gucken, wo sie hinpurzeln. Ich habe den Eindruck, dass die Bälle eigentlich relativ groß und klar definiert sind, ja, gerade in Bezug auf das Ausbildungssystem habe ich hier relativ... im Vergleich zu den Gesprächen, die wir bis jetzt geführt haben, sehr konkrete Vorstellungen in Richtung Individualisierung, in Richtung, ja, man kann es korrektiv, man kann es Orientierung, Beratung, Führung auf den Karrierewegen gehört. Wir werden das alles, also vielen Dank für Ihre Beiträge, für die Diskussion. An dieser Stelle auch als Vertreter des
des Instituts für Kultur und Medienwirtschaft, wie wir jetzt, als die wir jetzt weiter an der Komplettierung der Studie Opernsänger und Sängerinnen mit Zukunft arbeiten werden für ihre Beiträge. Wir werden das einarbeiten und im Laufe der zweiten Jahreshälfte als Publikation gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung abschließen und Ihnen dann quasi in Ihre Hände legen, um es dann möglichst die Szenarien, die Empfehlungen, die wir dort entwickeln werden, daraufhin zu prüfen, was davon in Ihren Alltag einfließen kann. Mir bleibt jetzt nur noch mich nochmal zu bedanken bei Ihnen und zurückzugeben an die Bertelsmann-Stiftung. Also die Bertelsmann-Stiftung bin in dem Fall jetzt ich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für den Hinweis. Ja, es gibt ein Leben nach der Gesangskarriere. Man kann zum Beispiel bei der Bertelsmann-Stiftung landen, landet übrigens sehr gut dort. Es macht sehr viel Freude, zum Beispiel da zu arbeiten. Es ist wichtig. Ja. Und eben, das, was Sie gerade gesagt haben, ist angerissen, es sind die Bälle in der Luft. Für diese Bälle möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken, weil es ist genau der Stoff, mit dem wir arbeiten möchten, genau das, aus dem wir letztlich unsere Aufgaben für unsere zukünftige Arbeit ziehen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich danke herzlich den Kolleginnen und Kollegen der Neuen Stimmen, die hier wunderbar gearbeitet haben für uns, für Sie, damit wir dieses wunderbare Symposium hier haben konnten. Da sind auch noch zwei Kolleginnen draußen, die jetzt gerade nicht sichtbar sind. Die Kolleginnen von der Presseabteilung, also die gesamten Gewerke der Stiftung, die uns hier so unterstützt haben. Herzlichen Dank dafür. Ich darf, ja, bitte. Ich darf Sie jetzt schon einladen. Wir werden in einem Jahr wieder ein Symposium machen. Wir werden das, was wir heute einfach mit Ihnen besprechen durften, die Ideen, die Sie uns gegeben haben, die Bälle, die Sie uns zugeworfen haben, wir werden an denen nächstes Jahr mit Ihnen gerne weiterarbeiten. Wieder in einem ähnlichen Szenario. Sie werden von uns hören. Es gibt also ein Follow-up. Ich darf Sie schon daran erinnern, dass wir um Weihnachten herum die Studie, die heute ja schon prominent erwähnt wurde, veröffentlichen werden. Ich hoffe sehr, dass Sie sie mit Neugierde lesen werden, dass Sie sie vielleicht auch in Ihre Arbeit mit einbeziehen könnten. Herr Müller, was habe ich vergessen? Einen herzlichen Dank an die Table Captains, die sich bereit erklärt haben, als Experten hier die Diskussion in Gang zu setzen, zu fokussieren, die Herkulesarbeit der verschiedenen Stimmen geleistet haben, es zu Thesen zu kondensieren. Vielen, vielen Dank. So, nun letzter Dank, Herr Dr. Siebenhaar. Herr Müller, danke für die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieses Symposiums, für die Vorbereitung und beziehungsweise die Ausarbeitung natürlich der Studie. Holger Nolze, herzlichen Dank nochmal für Moderation. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag hier in Berlin und bin sehr froh, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Einen schönen Nachmittag.